spring mal da hoch und spring mal da hoch und... Autsch! Thailand. Laut Nadler sind Avalon und die nordische Unterwelt Helheim ein und derselbe Ort. Niemand kann das Reich ohne Mjölnir, den Hammer der Donnergottes Thor, betreten. Hat mein Vater in Thailand etwa Thors Hammer gesucht? Ach Gottchen, Entscheidungen! Leichtes oder... Hose oder keine Hose? Das ist hier die Frage, Leute. Hose oder keine Hose? Hose oder keine Hose? Also, keine Hose oder Hose? Ach Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Also, ich bin ja eigentlich immer für das Standard-Outfit. Oh Gott, jetzt geht's weiter. Maschinenbestattung, Schrotflinte, Sturmgewehr, Harpune. Ich nehme Harpune im Dschungel. Ja, das wird's bringen. Maschinenpistole, oder? Sturmgewehr? Betäubungswaffe. Ja, ich würde euch jetzt natürlich entscheiden lassen, aber ich will weiterspielen. Also, ich bin kein Schrotflintentyp. Sturmgewehr, oder? Wir bleiben mal beim Basic. Wenn ihr mal eine andere Waffe sehen wollt, dann sagt rechtzeitig Bescheid. Ich glaube, so können wir das abhandeln. Thailand! Ein Schauplatz, der ja auch mal was ganz anderes ist. Ich glaube, wir waren schon ganz oft in Kambodscha, aber in Thailand? Nö. Keine der Ruinen ist von hier unten zu sehen. Und wenn Vater hier gewesen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern? Oder Ruinen unter dem Mittelmeer zu tun? Oder mit Avalon? Helheim, Sip. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus der antiken Welt. Und eines dieser Relikte lebt immer noch. Ich möchte nicht in Amandas Haut stecken, falls Nagla freikommt. Und ich möchte in keinem von uns stecken. Also ich muss gerade sagen, ich finde ihr leichtes Dschungeloutfit nett. Ich finde, sie sieht gut aus. Wobei ich mich als Frau natürlich immer noch frage, wie sie es schafft, dass diese Brüste so halten. Also sie muss einen richtig kräftigen Stütz-BH tragen, also so einen richtig guten BH tragen, sonst würde das echt nicht funktionieren. Und ihr Bauchnabel schimmert ganz schön, muss ich zugeben. Ja, die Position wollen wir jetzt nicht kommentieren. Thailand, meine Freunde. Erstmal stellen wir wieder mal fest, ich finde das Meerwasser voll schön. Ich habe mich das beim ersten Mal spielen echt schon darüber gefreut. Man merkt aber auch leider immer noch, wo die Welt zu Ende ist und so ein Hintergrundgrafik erscheint. Aber trotzdem ist diese Hintergrundgrafik nicht schlecht gemacht. Ich gucke gerade, aber die Wolkenbilder zum Beispiel, den Pikel sehen wir... Also die Wolken wiederholen sich zum Beispiel auch nicht. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Was ja auch schon echt toll ist. Und, ach Gottchen. Das ist ein Hai. So. Übrigens, die Haie... drehen sich auf den Bauch. Und das war's. Aber ganz anders. Also, voll schön animiert. Ich hätte... Oh, da ist noch einer. Genau, baller dein Schiff an, Herber. Übrigens kann sie jetzt auch unter Wasser schießen. Ich tauch mal runter, damit ihr das mal so seht. Tauch doch mal runter, Schatz. Jetzt hast du den Hai schon ermordet. Jetzt tauch mal runter. Sieht das nicht schick aus? Ach, ich wollte es einmal erwähnen. So, jetzt sind wir also hier in Thailand. Und suchen eigentlich einen Weg nach draußen und nach oben. Der wurde uns ja schon gezeigt. Und
Ich weiß gar nicht, habe ich hier das Relikt schon gefunden? Gebietsinformationen, nein. Aber ich habe 20 von... Ich habe auch noch nicht so viele... Oh, da ist einer. Das sieht doch cool aus, oder? Da kann man sich ja echt nicht beschweren. Übrigens, das Blaue ist jetzt die Luftanzeige. Und der Hai scheint uns nicht anzugreifen zu wollen. Naja, oh, jetzt hat er uns angegriffen. Oh, das tat aber weh. So. Jetzt haben wir uns das mal gegeben. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwo was unterhalb ist. Jetzt tauchen wir wieder runter, Schatz. Wie zum Beispiel hier. Hallo? Wo ist sie denn jetzt? Ah, tauch doch einfach weiter, Schatz. Ich sehe dich nicht. Tauch mal runter. Danke. Aha. Tut mir leid, ich muss das mal sagen, weil... Hä? Ah, vielleicht komme ich hier nachher wieder raus. Das würde natürlich einiges erklären. So, jetzt wollen wir erstmal wieder hoch. Weil, ach ja, und ich mag die Papageien. Ich mag die wirklich. Und guck mal da, da ist sogar... brüchige Ritzen. Also so Ritzen. Auf jeden Fall klettern wir jetzt erstmal hier diese schönen Felsen hoch. Und die Papageien werden uns hier öfter mal begegnen. Und soweit ich mich erinnere, zeigen die Papageien uns auch öfter mal so einen kleinen, so den Weg an, den wir gehen sollten. Also alles, so, also ich finde da Thailand wirklich ist schön gemacht. Da zum Beispiel sind wieder zwei süßen. Zwei von den hübschen. Okay, das geht nicht so. Das geht auch nicht so. Okay, nochmal. Ja, manchmal muss man hier auch ein bisschen üben. Bis man das auf Anhieb schafft. Gott sei Dank haben wir hier Wasser unter uns. Nochmal, da lang müssen wir. Ui, du kannst dich aber weit machen. Ach. Ist denn doch in die Richtung? Ach, guck mal, in die Richtung geht's auch. Mensch, Mensch, Mensch. Hoch da und da lang. Und links. Und da lang. Ja, lecker. Ja, nimm mal mit. Ja, das war jetzt widerlich. Das waren Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Ich hasse die Spinnen. Ich hasse sie wirklich. Ja, schön, schön, schön. Das ist ein Unterhalt des Wasserfalls. Wir haben Spinnen erledigt. Und was sollen wir hier? Ja. Gucken wir nochmal ein bisschen um. Können wir auch nichts machen? Wahrscheinlich war hier mal so ein Relikt drin oder so. Das sieht auch gut aus. In die Richtung kommen wir nicht. Da unten kommen wir nicht. Also klettern wir mal zurück. Oder fallen einfach ins Wasser und uns die Suche erleichtern. Also müssen wir wohl doch den ersten Weg gehen. Ist das kompliziert? Ei. Ach! Hallo! Jetzt sieht man mal wieder, dass ich echt Probleme mit der Steuerung habe. Ich weiß nicht, ich mag diese strikte Kamera von hinten Ansicht von Tomb Raider einfach am liebsten von den ersten Teilen. Ich bin nicht so der Freund von diesem neumodischen Kram. Und na gut, es gibt aber auch gute Sachen. Zum Beispiel Assassin's Creed, finde ich, ist die Steuerung auch wesentlich einfacher. Auch wenn sich... Da ist noch was. Seht ihr es? Ja, und nun? Das hat schon mal nicht geklappt. Ich muss wahrscheinlich darüber springen. Ja, das habe ich... Mann, wo soll ich denn sonst hinspringen, du Dip? Das ist doch echt zum... Mäuse. Rückwärts. Ja, das hätte man mir vorher sagen sollen. Okay, ich weiß jetzt, wo ich hinspringen soll und ich hasse es. Diese verdammte Steuerung. Jetzt kletter mal da ran. Danke, meine Liebe. Okay, nächstes Projekt. Wir springen gleich einfach mal rückwärts. Und ich habe eben ein Relikt gesehen. Eins von den 10, das ich noch nicht ausgegraben habe. Es ist nur die Frage, wie ich da hinkomme nachher. Weil ich würde doch mal irgendwann dieses Spiel vollständig haben. Einfach nur, um sagen zu können, hey, es ist vollständig. Da drüben, seht ihr es? Wie kommt man da nur hin?
Okay, probieren wir es mal aus. Ey, das hat ja sogar geklappt. Von hier soll ich jetzt da hinkommen? Oh, was? Das ist der Punkt. Nur weil die Kamera sich kurz verschiebt, läuft sie dann einfach weiter. Anstatt sie bei der letzten Kameraansicht einfach das als Optimum nimmt. Oder so, keine Ahnung. Oh komm, nimm die Viecher weg. Komm, wir müssen nur noch... Er ärgert mich nochmal. Ah. Sind das eigentlich Medipacks? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich ja Spiel vorsetzen. Ich wollte eigentlich zu meinem tollen, tollen Kalkulator mit super geiler Sonarkarte. Aha. Die mir gerade nichts bringt. Gebietsinformationen. Nein. Nein. Inventar. Rucksack. 2. Okay, die von vorhin sind weg. Also sie ist ja nicht so schlau und nimmt sich welche mit oder so. Nee, was? Warum sollte Lara? So, wo war das Teil jetzt eigentlich? Ich muss mich nochmal orientieren. Das ist Nara. Da geht's runter.